Willkommen zurück bei We Are Football. Wir werden jetzt die Hinrunde beenden. Spieltage 16 und 17 vor der Brust gegen Fürth und gegen Würzburg. Da wollen wir weder den einen überschätzen noch den anderen unterschätzen und die Hinrunde mit Erfolgserlebnissen beenden. Wir schicken einfach mal den Herrn Nkaka zum Fanclub. Und wir müssen jetzt auch mal wieder mal ein bisschen selber was machen, nämlich Nachfolger verpflichten. Für die Weichenden Yannick Huth und Sebastian Schonlau. Yannick Huth, seines Zeichens zweiter Torhüter, wird weniger ins Gewicht fallen als der Abgang unseres Kapitäns und Abwehrchefs. Aber beide Spieler wollen ersetzt werden. Werden wir weiterhin sparen? Hauke Wahl ist ein ehemaliger Paderborner, der hier auch mal eine Tasse Kaffee hatte, der durchaus stark ist, der noch im guten Alter ist, und wir müssen auch mal irgendwie Spieler verpflichten, die ein bisschen Geld kosten. Deswegen fragen wir da mal an. Er ist bereit. Machen wir erstmal die Verhandlungen. Danach sehen wir weiter. Training lassen wir mal so. Greuther führt Kiel. Vertrag bis 2023. Aber warum sehe ich nirgendwo, wann er denn dann kommen würde? Ich gehe mal schwer davon aus, am 1. Januar. Aber ich hätte das gern offiziell. Warum steht hier nirgendwo, wann er kommen würde? Zum nächstmöglichen Zeitpunkt? Oder sehe ich es einfach nur nicht, wann? Finde ich doof, dass das nicht angezeigt wird. Oder habe ich Tomaten auf dem Auge? Auf den Augen. Steht, wie lange er Vertrag hat. Heißt aber nicht, wann er geht. Wir wollen ihn unbedingt abgeben, also ich denke ja mal sofort. Wollen den Preis nochmal ein bisschen drücken. Das ist noch nicht mal der halbe Marktwert, weil sie ihn halt auch aus irgendeinem Grund loswerden wollen. Wir drücken den Preis einfach mal weiter. Nee, komm, ja, 900.000 Euro unterschreiben wir. Bin schon alt geworden. So, ich kann mir schon vorstellen, zu ihnen zu kommen. Ja, sie waren ja auch schon mal hier. Handgeld wollen wir jetzt mal nicht so viel bieten. Halbe Million. Soll ja wohl ein Scherz sein. Halbe Million Gehalt. Vertrag bis 2023 nur für die erste Mannschaft. Option möchte er nicht. Drücken wir den Preis mal noch ein bisschen. Ja, diese Forderung, die ist doch jetzt schon so gering, dass ich danach quasi als Idealist durchgehe. Unterschreiben. Wie gesagt, es stört mich, dass nirgendwo steht, wann er kommt. Ich hoffe mal, dass er jetzt am 1. Januar da ist. Dann haben wir einen Ersatz, einen adäquaten Ersatz, auch für Sebastian Schonlau, für den wir deutlich mehr kassiert haben. Einige Spieler schauen sich nach dem Training noch gemeinsam das Training der zweiten Mannschaft an. Strodig wird umworben für Marktwert. Wir wollen uns aber nicht noch eine Baustelle schaffen. Deswegen behalten wir ihn mal vor allem in der Innenverteidigung. Auch wenn Strodig bisher wenig bis gar nicht zum Einsatz kommt. Wir spielen gegen Greuther Fürth. Ja. Antwiace und Kiszewski fallen aus. Das ist schwierig, weil das beides links außen sind. Deswegen wird Sven Michel auf dieser Position starten. Ansonsten Hertel ist auch ein Linksfuß, der kommt mal rein. Ja, den Rest lassen wir so. Wir spielen in Fürth. Werden dort verstärkt kontern. Aber auch auf Sieg spielen. 16.600 Zuschauer ausverkauft. 13 Grad auch im Dezember. Gar nicht so kühl. Bastian Holzner ist der Schiedsrichter. Und wir wollen ein ekliger und galliger Gegner sein. Wir sagen einfach mal, eure Eltern werden heute stolz auf euch sein, wenn ihr den Tabellenzweiten besiegt. Los geht's. Gelbe Karte für Führig. Nach 10 Minuten Freistoß für Führig. Hünemeier auf Schonlau und... Ah, er wollte sich auf seine Abschiedstour nochmal mit einem Tor in der Torjägerliste verewigen.
trifft aber leider nicht. Führig auf Srebeni mit dem Kopfball und er trifft leider das Tor auch nicht. Ja, der Torhüter Sascha Burchardt bei Greuther Fürth ist der Bruder unseres Torwarttrainers Nico Burchardt. Ich weiß nicht, ob der hier den Namen Nico Burchardt noch nicht gelesen, der hier auch in Lizenz im editierten Paket mit drin ist oder nicht. Auf jeden Fall sein Bruder hier bei Greuther Fürth. Ich will nicht sagen dominieren, aber wir sind die aktivere Mannschaft. Trainer Horst Scheiber. Also ich glaube, Trainernamen und so, die waren noch nicht im User-File-Package drin. Könnte man mal noch in Zukunft sich mit befassen. So, wir sind hier durchaus zufrieden, machen einfach mal genauso weiter. Bleiben auch hier die aktivere Mannschaft. Fürth hat das letzte Spiel verloren. Wir haben das letzte Spiel gewonnen. Schaffen wir den zweiten Sieg in Serie. Burchardt wehrt ab, knapp über das Tor. Wir bleiben hier die Mannschaft, die am Drücker ist. Ananu auf Okorodji. Okorodji dribbelt, flankt Srebeni mit dem Flugkopfball vorbei. Aber wir gehen nicht gut mit unseren Torchancen um. Meine, vor dem Spiel hätte ich einen Auswärtspunkt beim Tabellenzweiten unterschrieben vielleicht auch. Aber hier ist mehr drin. Ausgerechnet Sven Michel ist heute nicht sonderlich gut. Deswegen stellen wir jetzt einfach mal Terrazzino auf links außen. Justvan kommt für Michel. Evans kommt für Vasiliadis. So, Freistoß für die Gastgeber. Die haben noch keine wirkliche Torchance gehabt. Rigotta schießt und der Ball ist drin. Und wir liegen hinten. Das gibt es doch nicht. Wir haben klar mehr Chancen gehabt und liegen jetzt hinten. Sebastian Ernst sieht gelb. Wir müssen offensiv wechseln. Wir bringen Bröger für Führig. Der hat auch schon gelb. Wir stellen einfach mal auf zwei Spitzen um. Thalhammer geht raus, Justvan geht auf die 6, Evans auf die 10. Obwohl, ich stelle die einfach mal beide so nebeneinander. Das ist jetzt ein bisschen kuriose Aufstellung, 4-2-4. Obwohl Terrazzino und Pröger werden so ein bisschen zurückgezogen. So, und für Thalhammer kommt Owusu. Können noch einmal wechseln, tun das dann. Auch Hertel kommt dann für Okorodji. Und wir stellen auf äußerst offensiv. Hier wäre eine Niederlage nicht angemessen dem Spielverlauf gegenüber. Srebeni sieht gelb und nochmal ein Freistoß. Der hat doch gerade erst einen. Jetzt will er von der anderen Seite nochmal. Ah, was Zingerle kann halten. So, wir haben hier keine Option mehr. Seguin sieht gelb, also zum Wechsel. Und nochmal ein Freistoß in der 95. Minute. Wenn die das per Freistoß machen, können wir das auch. Srebeni zurück auf Justvan. Eine schöner Spielzug aus Spitzenwinkel. Schießt Terrazzino vorbei und das war's. Wir verlieren in Fürth. Schmeichelhafter Sieg für die Kleeblätter. Ja, und wir haben hier Punkte liegen lassen. Ja, die Kleeblätter bekommen auch noch mehr Kleeblätter, nämlich das Vierblättrige. Sie hatten das meiste Glück, aber ich glaube, das war eher Unvermögen auf unserer Seite. Wir fallen zurück in die zweite Tabellenhälfte auf Platz 11. 2-1 gewinnt Heidenheim gegen Darmstadt. Hannover gewinnt 2-0 gegen St. Pauli. Bochum 3-3 gegen Nürnberg. Kiel spielt 1-1 gegen Karlsruhe. Kiel hatte das meiste Pech. Ja, wo fängt Pech an, wo hört Glück auf? Würzburg spielt 2-2 gegen Braunschweig. HSV verliert 0-3 gegen Osnabrück. Aue verliert 0-2 gegen Düsseldorf. Fürth gewinnt 1-0 gegen uns. Und Regensburg 0-0 gegen Sandhausen. Hannover und Fürth bleiben auf den Aufstiegsplätzen, Kiel auf dem Relegationsplatz. Wir fallen, wie gesagt, auf Platz 11. Wir sind punktgleich mit Düsseldorf. Jetzt haben die uns auch überholt in der internen Tabelle der beiden Absteiger. Regensburg auf dem Relegationsplatz, Würzburg auf 17, St. Pauli immer noch nur mit 6 Punkten. Ja, und gegen die spielen wir nicht am nächsten Spieltag. Unfassbar schlechte Leistung, sagt Mike Quade. Wenn das Fußballgeschäft eines ist, dann schnelllebig. Der Reporter heute war total parteiisch. Ich schreibe einen Brief, sagt Tobias Berthold. Die Leistung müssen wir uns nicht schämen. Ja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt, aber wir haben verloren. Ne? So, unser Teamgeist steigt aber. In der zweiten Mannschaft verbessert sich Martin Enz. Die zweite Mannschaft muss ich auch mal ein bisschen achten. So, vor dem nächsten Spiel müssen wir uns ein bisschen auf die Abschlüsse konzentrieren. Da hat es nämlich gehakt. Wir spielen gegen Würzburg, die auch auf dem Abstiegsplatz stehen. Wir brauchen noch einen Ersatztorhüter. Da gucken wir uns mal um. Da
Zingerle jetzt auch nicht so überragend spielt. Vielleicht auch jemand, der da die Diskussion eröffnen kann. Da haben wir zum Beispiel Marinovic. Mit dem schönen Cartoon-Bild. Ein Teamspieler, 20 Jahre jung. Ausstiegsklausel, 1 Million. Was sein muss, muss sein, sagt er. Ist ein Argentinier. Einen solchen jungen Mann oder Christian Früchtl, der war doch mal bei Bayern 2, den Namen kenne ich, allein weil der Name im Gedächtnis bleibt. Er ist aktuell bei Nürnberg, er ist ausgeliehen von Bayern, ohne Kaufoption. Bis Ende des Jahres an Nürnberg ausgeliehen. Aber wir können ihn scheinbar trotzdem anfangen. Warum ist Yannick Huth hier auf der Transferliste? Er ist doch schon verkauft. Wollen ihn direkt weiterverkaufen? Ach nee, ich muss... Ich soll mir auch nur Spieler anzeigen lassen, die auf der Transferliste sind. Ja, da sind die jetzt auch gar nicht. Da haben wir jetzt nur noch 4 Torhüter zur Auswahl. Puh, Ratajczak, der war mal bei uns. Nö. Dann warten wir mal. Dann warten wir mal. Sonst gucken wir mal in die zweite Mannschaft und holen uns da einfach unseren dritten Torhüter. Im Falle, dass wir ihn brauchen. Sonst rückt Schulz in der Hierarchie von 3 auf 2 und einen dritten Torhüter holen wir nur bei Bedarf. So kann man es auch machen. Wir können ja auch, müssen ja nicht immer extern die Spieler verpflichten. So, Weihnachtsfeier soll geplant werden. Naja, bei Schonlau. Entschuldigung. So, muss ich da jetzt mal gucken, wann er denn wechselt. Ja, am 1. Januar. Nein, Hauke Wahl, wann der wechselt. So, nächste Saison. Hauke Wahl. Er kommt am 1. Januar. Es wurmt mich, dass das nicht angezeigt wird bei den Transferverlangen. Wir sehen unser Kader in der nächsten Saison deutlich kleiner. Hier haben wir Spieler mit auslaufenden Verträgen. Das wird hier nicht so schön angezeigt, wessen Verträge auslaufen. Wir können das hier, können gucken, wer hier fehlt. Kann man hier nicht filtern? Ah, doch, hier Laufzeit. Da gucken wir mal bei 0. Huth und Schonlau, die gehen. Diverse Spieler, deren Verträge auslaufen. Antwi Aceh, mit dem wollen wir doch mal verlängern. Der soll nicht uns verlassen. Vassiliadis, mit dem wollen wir auch verlängern. Danach sehen wir mal weiter. So, gegen Würzburg soll noch ein Sieg her. Antwi Aceh für 2 Jahre verlängern. 550.000. Kann sich eine Verlängerung vorstellen. Soll er seine Forderung erfüllt bekommen? Geld haben wir ja. So. Vassiliadis. Auch er soll seine Forderung erfüllt bekommen. Ja, ich gucke nochmal drüber. Verlängert bis 2024. So, sie veranstalten für alle Mitarbeiter eine besinnliche Weihnachtsfeier. Auch einige Spieler sind da. Absoluter Höhepunkt ist wie jedes Jahr das Schrottwichteln. Ja. Ja. Dass sie mir so alte Badeschlappen schenken, das fand ich dann ein bisschen unkreativ. Jaschemski hat sich erkältet, fällt dementsprechend aus. Alle anderen Spieler sind wieder einsatzfähig. Ja gut, ich hätte auch nicht dieses alte Paar Reifen unbedingt verschenken müssen. Ich habe extra noch draufgeschrieben, bitte nicht mehr damit fahren. Ja, dieses Schrottwichteln kann man verschiedene Meinungen zu haben. Über den Namen Johnny Becker kann man nicht zwei Meinungen haben. Der ist überragend. Ich hoffe, dass wir nochmal ein gutes Spiel liefern. Der Winter ist in Deutschland nicht so wirklich angekommen. 13 Grad im Dezember. Wir haben das letzte Spiel unglücklich verloren, aber ganz gut gespielt. Und wenn ich mich nicht täusche, sind das die letzten Spiele von Schonlau und Leopold Zingerle. Aber wir sind hier nicht bei der Wohlfahrt, deswegen kann ich den Hut jetzt nicht aufstellen. Weil er ist ja sowieso danach weg. Und warum soll ich jetzt den Zingerle in seinem Image und in seiner Selbstwahrnehmung angreifen und ihn jetzt auf die Bank setzen? Das würde nicht so gut sein. Deswegen, ja, Schonlau kommt aber nochmal zum Einsatz. Ansonsten, ja, in der Offensive hat es gehakt. Deswegen kommen Pröger
Und Antwi Aceh mal rein. So. Hier kontern wir nicht so viel. So, ich spare mir einfach mal die Ansprache. So. 8000 Zuschauer, Arthur Kraft, der Schiedsrichter zum wievielten Mal ist der jetzt schon Schiedsrichter hier bei uns? Terrazino mit dem Freistoß. Schießt aber krass, krass und klar vorbei. Die Gäste hier, die wollen, ich weiß nicht, ob sie Platz 17 noch verlassen können. Lodric schießt, Munsi ist im Abseits. Ananu. Eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Wir wollen mit einem Höhepunkt abschließen. Hier die Hinrunde. Everton kann den Ball abfangen, haut ihn ins Aus. Ananu auf Thalhammer. Pröger. Srebeni auf Vassiliadis. Der schießt vorbei. Eckball, Ananu. Srebeni. Und er trifft, siebtes Saisontor, Dennis Srebeni. Ich hoffe doch, es wird leider überprüft. Ich habe merkt immer, da wird, glaube ich, so ein bisschen gezögert, wenn dann überprüft. Man hat es immer schon im Urin, wenn es kommt. Es wird nicht gegeben wegen Abseits. Leck mich an die Füße, Ananu. Sein Assist war also auch nicht offiziell. Er flankt Srebeni, wollen sie es nochmal machen? Und diesmal machen sie es aus dem Spiel. Und diesmal wird auch nicht überprüft. Und wir gehen 1:0. In Führung. Wunderbar. Antwi Aceh mit frisch verlängertem Vertrag auf Srebeni und er trifft zum zweiten Mal. Doppelpack. Siebtes und achtes Saisontor. Das sieht doch wunderbar aus. Da ist Srebeni im Abseits. Die Chancen verwehrt und passt. Die Gäste sind sehr passiv, beziehungsweise wir geben ihnen keine wirkliche Luft zum Angreifen, sodass wir ohne wirkliche Gegentorchance hier durch die erste Halbzeit gekommen sind. Wir führen klar und verdient mit 2:0. Würzburg hat auch keines der letzten 5 Spiele gewinnen können. Wir machen das hier heute ziemlich souverän. Deswegen machen wir es einfach mal so weiter. 62. Minute. Dann kann man aber mal wechseln. Srebeni, jetzt hat er die 1,0 auch definitiv mal verdient. Nicht, dass er es sonst nie verdient hätte, aber sonst fand ich seine Noten immer ein bisschen übertrieben. Führig kommt für Pröger. Und Härte kommt für Okorodji. Bisschen frischen Wind, frische Beine. Das Spiel ist nämlich noch nicht vorbei. Gelbe Karte für Dominik Baumann. Und dann werden wir noch dreimal wechseln. Michel kommt für Antwi Aceh. Justwan für Vassiliadis. Und Evans für Terrazino. Einmal komplett durchgewechselt. Passiert hier noch was? Salihu Sané, ehemaliger Paderborner. Quadvo sieht rot. Sané hatte gelb gesehen. Freistoß nochmal für Evans. In der 88. Minute, er passt auf Thalhammer, der passt auf Srebeni, der mit einem Heber artistisch, aber Giefer packt sich ja zu. Ja, ich habe den die Torhüter halten hier relativ selten in fast allen Spielen oder werden uns diese Szenen einfach nur nicht gezeigt. Hier nochmal die Chance zum Konter, nicht, dass wir uns hier noch einen einfangen. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Feig dribbelt, Querpass auf Sané, der passt auf Sontheimer, die kombinieren. Die spielen uns da auf dem Deckel aus, aber schaffen es dann nicht, das Tor zu treffen. So haben wir nochmal einen Freistoß. Evans, der Mann der späten Freistöße in der 95. Minute auf Schonlau, auf Hünemeyer, auf Srebeni. Auch hier wird auf dem Deckel gespielt und Giefer kann zupacken. Es gibt nochmal einen Konter. Was für eine turbulente Schlussphase hier in Unterzahl, die Würzburger. In Unterzahl. Wollen sie uns jetzt hier noch einen einschenken? Die Tordifferenz könnte ja irgendwann auch ziehen. Sané schießt aber knapp vorbei und wir gewinnen verdient mit 2:0. Ein lebhaftes Spiel. Und wir klettern auf Platz 10. Die erste Tabellenhälfte bleibt uns verwehrt hier am Ende der Hinrunde. Aber wir beenden die Hinrunde auf einem Mittelfeldplatz, Platz 10. Düsseldorf mit dem meisten Pech gegen die Mannschaft, die einmal mehr das meiste Glück hatte, nämlich Greuther Fürth. Fürth gewinnt 2:0 in Düsseldorf. Darmstadt verliert 0:1 gegen Kiel, Osnabrück verliert 1:2 gegen Aue, Karlsruhe verliert 0:1 gegen Heidenheim, Braunschweig gewinnt 2:1 gegen den HSV, wir gewinnen 2:0 gegen Würzburg, Sandhausen gewinnt 3:0 gegen Bochum, St. Pauli gewinnt auch mal wieder 2:1 gegen Regensburg und Nürnberg mit einem 2:1 Sieg über Hannover. Und ich finde, es kommt jetzt auch wenn mich einige Dinge stören,
zunehmend Spaß auf, weil man einfach wissen will, was passiert in der Welt des Fußballs auch. Ja, Fürth ist Herbstmeister mit 37 Punkten, dahinter auf Platz 2 Hannover und auch Kiel mit jeweils 35 Punkten. Kiel wäre aktuell in der Relegation, dahinter mit schon deutlichem Abstand Osnabrück und Nürnberg. Wir hätten aktuell 10 Punkte Rückstand auf Platz 3. Wir haben 11 Punkte Vorsprung vor Platz 16, auf dem Jan Regensburg steht. Würzburg und St. Pauli auf den direkten Abstiegsplätzen. Das hier oben lese ich nicht mehr, da steht eh immer dasselbe. Die Tweets sind ja manchmal ganz amüsant. Schritt nach vorne gemacht, aber noch nichts erreicht. Alina Luger, ihr Vater heißt Lex mit Vornamen. Sollte, hätte, könnte, würde, machen. Ja, haben wir doch gemacht, Thiago. Was wolltest du jetzt von mir? So ist Sport. Ich werde nächste Woche im Stadion sein. Ja, da wirst du alleine sein, weil nächste Woche ist da niemand. So, Srebeni zum 6. Mal schon in der Elf des Tages. Ist das Rekord? Vielleicht. Der Teamgeist steigt. In der zweiten Mannschaft wird Edward Ayatai aufgewertet. Auch Luca Driller wurde erfolgreich gedrillt. Ach nein, ich habe mich vertan. Der Spieler wird nicht alleine sein. Wir machen den 18. Spieltag auch noch im Kalenderjahr 2020. Spielen gegen Holstein Kiel. Aber ja, an sich ist die Hinrunde gerade vorbei. Aber ja, der Spielplan ist ja immer so ein bisschen eigentümlich. Wir gucken mal in die anderen Ligen. In der ersten Liga, da ist noch nicht die Hinrunde vorbei. Da ist aktuell Bayern München auf 1. Dahinter mit jeweils einem Punkt weniger Gladbach und Leipzig. Mainz auf 4. Für die Europa League würden aktuell sich Frankfurt, Hoffenheim und Leverkusen qualifizieren. Diesen Modus kenne ich jetzt gar nicht genau. Gibt es da sowas wie UEFA Cup noch? Ich glaube nicht. Ne? Die würden direkt in die Euroleague gehen oder müsste man sich qualifizieren? Ich weiß es nicht. Bielefeld würde aktuell in der Relegation gegen Kiel spielen. Augsburg und Stuttgart würden direkt absteigen. In der dritten Liga würden aktuell Dresden und Duisburg aufsteigen. Bayern 2 auf Platz 2. Magdeburg würde aktuell die Relegation bestreiten. Absteigen würden aktuell Mannheim, Rostock, Verl, Saarbrücken und Meppen. In den Regionalligen würden stehen aktuell auf Platz 1 Haiger, Rödinghausen, Rhein/Lech, Oldenburg und Cottbus. Ja, im nächsten Part treffen wir auf Kiel und machen die Winterpause. Vielleicht spielen wir dann auch noch gegen den HSV. Das ist allerdings erst Ende Januar. So, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.